Oh, ja, das, die müssen es jetzt sein, denn wir haben sonst keine Leben mehr, ne? Ah, oh, das war nicht getroffen. Geh doch weg. Oh, und jetzt springt er. Der springt genau, wenn wir schießen. Okay, das merken wir uns jetzt. Wenn wir schießen. Springt er. Ich treffe ihn nicht einmal. Okay, wir bleiben jetzt mal bei den Needles. Okay, er springt, wenn ich schieße. Merkt ihr das doch mal. Oh nein, das war der letzte Gegner. Oh, wir haben doch noch eins. Okay, die Needles sind blöd. Was wir brauchen ist Topspin. Wenn das jetzt nicht funktioniert, haben wir ein Problem. Vielleicht sind es auch die Schlangen. Ja, aber die Schlangen treffen ja eh nicht. Wobei, die kriechen da so. Zack. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das könnte klappen. Das könnte klappen. Oh, jetzt ist es leer. Okay, gib ihnen eine volle Breitseite hiervon. Yeah! Booyah! Gott sei Dank haben wir dieses eine Leben noch gehabt. Sonst hätten wir das ganze Level jetzt nochmal spielen müssen und das wäre sehr langweilig geworden. So, Gemini Man. Was mag uns hier für neue... Oh, es ist schneller geworden, okay. Für neue Herausforderungen gegenüberstehen. Oh, Gott. Nice. Ja, genau so war es geplant. Wenn jetzt einer kommt, der ist aber total unfair. Und da kommt auch schon einer. Oh, ich würde gern zwischen die Feuerdinger da stellen, aber dachte nicht. So. Klappt doch. Uah. Ich hab schon gedacht, der geht wieder zurück. Ah. Ich überlege gerade, was das wohl für ein Spiel wäre, wenn... Da schaffe ich schon diesen Riesensprung und muss doch hier runter. Ja, wie das Spiel wohl wäre, wenn man, wie bei Super Mario, nur ein-, zweimal getroffen werden kann und man ist tot. Extra Leben, sehr schön. Braum, ja. Immer. Jetzt haben wir ein Leben mehr. Naja, schau mal. Vielleicht kommen ja einfache Gegner. Hier können wir natürlich schön... Könnten wir... Oh, extra Leben! Ja genau, das wollte ich euch gerade sagen. Hier schön aufstocken an extra Leben! Ja, easy peasy. Gut, dass wir das hier eingebaut haben. Gut, dass wir uns dazu entschieden haben, dieses Level so zu spielen. Achso, hier ist... Noch ein extra Leben! Oh mein Gott! Was ist da... What the? Jetzt ist es weg. Ich glaub's nicht. Ich komm nicht hin. Warum ist da... Oh. Oh, weil da oben ein Grafikfehler war. Da war... Oh, jetzt hab ich das... Naja. Das wird für immer da sein wahrscheinlich. Okay. Ja. Lass es da noch ein paar mehr machen. Wer weiß, ob nicht doch noch ein extra Leben drin ist. Wie viel haben wir jetzt? Eigentlich... Ja, das dürfte eventuell machbar sein. Achso, ich brauche den Chathund, damit ich hier aufladen kann an ihn. Schauen wir hier noch, wobei das, wenn jetzt da das extra Leben reinfällt, ist natürlich blöd. What we've got here? Ja, da ist schon wieder eins. Wir nehmen dich doch. Um hier. Nee, wir brauchen dich hier drüben. Kommst du wohl hierher? Warte, was war das? Um hier aufzuräumen, ja. Den Rest schaffen wir auch ohne dich. Aber ich habe mich trotzdem aufgestellt. Okay.
Ach, da bleibt er bei uns, der treue Hund. So, dann nehmen wir doch den Trampolinhund. Aber wir brauchen ihn gleich wieder. Wobei, wir können uns hier eine Treppe bauen. Das ist natürlich nicht. Nein! Das geht auch so, oder? Ja! Ja, so geht's. Ja, aber lass uns den Chat wieder nehmen. Da kommen ja genügend Energiebälle bei raus. Dass wir da wieder aufstocken können. Extra Leben, komm schon, diesmal werde ich dich nicht da liegen lassen. Chat. Okay. Noch ein extra. Das ist aber hier. Kann mich nicht dran erinnern, dass das damals auch schon so großzügig war. Ah, ich drücke mal den falschen. Oh. Und wieder zurück zur Plasma-Gun. Und vielleicht noch drauf achten, was über mir passiert. Und da sind wir auch voller Leben und voller Energie beim nächsten Zwischenendgegner. Timer, der stoppt die Zeit. Was war da? Ich glaube, mich an Gemini mehr erinnern zu können. Ja, sieht doch gut aus. Ja. Ich habe gerade sagen wollen, nicht meinen Energietank gebraucht. Da fällt mir ein, wir haben gar keine Energietanks mehr. Wir müssen jetzt alle so schaffen, wie sie sind. Aber hier switch mir wieder so Blastmerger. Mega Man wäre auch ein tolles. Jetzt können wir nicht den Submarine-Hund benutzen. Mega Man wäre ein tolles Kostüm für Halloween, finde ich. Und er kann ja auch wunderbar rausfliegen. Das ist die Zukunft. Dazu muss man, das hat lange, glaube ich, das rausgefunden habe, und nach oben drücken und springen und dann klappt das alles. Ja, macht ihr ruhig euer Ding. Ich mach meins. Wobei, wenn ich mir recht überlege. Stirbt. Nee, stirb. Stirb ist der Imperativ von sterben. Aber im Plural sterbt ihr. Doch, dann heißt es sterbt. Sterbt. Ja, hört sich richtig an. Kein Gegner? Seltsam. Unter Wasser! Was da wohl für ein Gegner auf uns wartet? Einer, der uns zumindest mal auf jeden Fall kaputt macht. Oh ja, da kann ich mich dran dann nicht so hoch springen, weil sonst geht man an diesen Spikes dort oben an der Decke zugrunde. Okay, sieht gut aus soweit. Sieht gut aus. Können wir, wenn wir da die richtige... ich schieße auch noch Selbstplasma-Zeug. Okay, schauen wir mal, was ist mit Needles? Needles könnten funktionieren. Aber wir haben auch gerade mit Autofeuer direkt vor ihm gestanden. Von daher würde ich dann doch lieber erstmal noch was anderes ausprobieren, wie zum Beispiel Hard Knuckles. Die wir noch gar nicht benutzt haben, die sind auch ganz schwer zu bedienen. Bis die mal beim Gegner ankommen, dauert das nämlich immer Ewigkeiten. Nee, das sind sie schon mal nicht. Sparks. Oh, Sparks sind's. Ah ja. Und wieder eine volle Freizeite, bis die Energie leer ist. Ist jetzt auch schon. Easy. Easy, easy Game, würde ich ja sagen. Ein Leben verloren, 5 gewonnen. Ja, mein Gott. Was soll man machen? Ich meine, wenn man hier so gut ist wie ich, dann
ist es nicht. Ich finde es auch ein kleines Stück Pflicht, euch daran teilhaben zu lassen, wie gut ich bei Mega Man 3 bin. Ja, ja, doch, das kann man so sagen. Es gibt bestimmt zig Spieler da draußen, die sich ganz halt an den Kopf langen und denken, oh mein Gott, der ist so schlecht. Ah! Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, an welchen Situationen Leute sagen würden, ich bin schlecht. Also, ich habe bisher noch keinen einzigen Fehler gemacht, glaube ich. Das eben war nur, um euch zu zeigen, dass die Spikes da gefährlich sind. Und ihr merkt schon, wenn ich aufhöre zu reden, dann wird es für mich Zeit zu entspannen. Denn dann bin ich angespannt, die Schultern locker lassen. Schultern und Nacken eh immer locker lassen. Ich habe einen Tai-Chi-Kurs mal gemacht, von der AOK aus. Und wenn ich dort eins gelernt habe, dann Schultern und Nacken immer locker lassen. Die Dinger hier fliegen auseinander, wenn man draufsteigt. Oh, jetzt ist hier so viel auf dem Bildschirm los, dass das natürlich immer langsamer wird. Habe ich irgendwas, was aufgeladen werden muss? Nightmare ist in neuem Level 5. Ich nehme mal die Magnets um. Ach, haben wir sehen die hier eh. Wow, wie soll ich das denn schaffen? Wow, 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 wow. Okay. Das war ganz. Und runterfallen lassen ist natürlich schneller als runterklettern. Sliden ist schneller als laufen. Ich könnte mal einen Speedrun machen. Nee, da muss ich mir. Nee, Speedruns. Ich gucke mir gerne Speedruns an. Aber selbst einen zu machen. Boah, nee, das ist mir zu viel Arbeit. So, schauen wir mal, was Woodman. Das ist Needles, sind es bestimmt. Ja, genau, der kommt hier und dann schießt er nämlich noch mit denen. Und kriegt eine volle Breitseite Needles von uns ab. Denn die scheinen effektiv zu sein. Aber nicht mehr so effektiv. Zwei Lebenspunkte. That's what I'm talking about, baby. Ich sollte wieder zur Plasma-Gun wechseln. Und da geht unsere Lebensenergie auch schon wieder flöten. So wie es aussieht. Ah ja, doch. Ich habe schon gedacht, dass ich das vorhin nie gemacht habe. Durchleiden, natürlich. Jetzt wird mir alles wieder klar. Da fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Oh, das war blöd. Ah, ich habe eh nur noch zwei Energiepunkte gehabt. Von daher war dieser Tod, dieser Sturz in die Tiefe gar nicht mal so schlimm. Okay, hier würde ich doch tatsächlich dann wieder zum Magnet Man übergehen. Weil das sonst ganz, ganz schwierig wird. Gerade in der Kombination mit diesen Hasen und den Fallschirmen. Oh mein Gott, ich habe keine Energie. Hat er gedacht, kann er mich mal hier, ne? Aber ohne mich hier. Drei Leben noch. Okay, das dürfte reichen. Hier jetzt nicht zu viel Energie verlieren. Okay, eins. Zwei. Drei. Oh, der hätte auch ein größeres Ding droppen können. Aber schauen wir mal, was uns hier erwartet. Es ist Fireman. Was hilft gegen Feuer? Eis. Was haben wir an eisigem Zeug da? Mir fällt nichts ein. Oh, wie soll ich hier denn? Okay, das hier ist schon mal gerne. Topman vielleicht mal wieder. Ja, Topman ist es. Hui! Das war knapp. Hätte das nicht funktioniert. Ja gut, hätten wir nächste Runde gemacht. Topman, man denkt erst so, was sind das für eine blöde Waffe, ey? Breakman! Der mysteriöse rote Roboter, der uns schon die ganze Zeit verfolgt. Da ist die Musik wieder. Wenn es zum Kampf kommt zwischen Gut und Böse. Wer ist der Gute und wer ist der Böse? Und warum stirbt er nicht einfach?
Ui, jetzt zieht das aber relativ viel ab. Okay, ich muss meine Angriffe besser treiben. Und vielleicht auch mal. Oh, jetzt wollte er eben. Oh, Dr. Wily! Dr. Wright! Oh no, right after we received the last element. Gleich nachdem wir das letzte Element bekommen haben. Ist Riley mit Gamma davon gerannt. Oh, ein UFO. Mit einem W drauf. Das muss Dr. Wily sein. Es ist Dr. Wily. Und er kann seine Augenbrauen nach oben ziehen. Oh mein Gott, es geht noch weiter. Viel weiter. Das war als Kind so deprimierend. Da denkt man sich, oh mein Gott, endlich habe ich dieses ganze schwere Zeug geschafft und kann endlich sehen, wie das Spiel zu Ende geht. Man konnte ja nicht speichern. Und dann geht's gerade so weiter. Das Spiel ist echt cool, wie es so schön heißt. Grausam, ja. Ich meine, jetzt ist es ja schön, den ganzen Spielspaß und so. Aber damals, boah. Energietank, yeah, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Tank. Ist das ja eigentlich eine Anspielung auf Super Mario, habe ich mich schon immer gefragt. Könnte sein. Okay, wir gewöhnen uns an dieses Unterwasser-Lawinen. Wir könnten auch unseren Rush Submarine nehmen, aber dauert zu lange. Können wir auch umspringen. Werden wir später vielleicht brauchen. Oh, wie kommen wir da nur hin? Was ist denn das Härteste, was wir haben? Ich glaube, es sind die Hard Knuckles. Sieh mir, habe ich dir überhaupt schon gezeigt? Zack, zack. Ja, nur die Hard Knuckles können diese grünen Dinger da aufsprengen und da haben wir wieder ein Leben gewonnen. Aufgrund von Wissen, das wir uns vor über 15 Jahren angeeignet haben. Den Energietank will ich natürlich haben. Dann nehmen wir lieber den hier statt den Chat. Der Chat ist nämlich wertvoller. Nehmen wir dich mit. Und jetzt brauchen wir doch den Chat, um noch da hochzukommen. Die Musik ist echt, also, auf den Punkt. Ich weiß nicht, wer sie komponiert hat. Ich sollte das mal beim nächsten Mal, wenn ich hier sowas mache, erst in Erfahrung bringen. Oh, da fällt mir ein, können wir nicht sogar. Na, nee, das klappt natürlich nicht. Gehen wir auch erstmal weiter hier hin und dann weiter dahin und dann, da treffen wir ja nicht, jetzt. Und die Gegner sind eben auch, wie ich finde, ganz wunderbar. Keine, die übermäßig gut sind. Oh, da habe ich aber sowas von vorbeigepasst. Aha. Huhu, in der Wand stehen geblieben, trotzdem alles geklappt. Ja, da hätte ich jetzt hier runter müssen und dann rüber. Naja, egal. Jetzt. Nein! Oh, das war unfair. Das war jetzt wirklich ein Moment, wo ich sage, unfair. Da hat mich der Block, der am Erscheinen ist, in die Spikes da gestürzt. Die ganzen Bonusdinger sind weg. Das ist gut, das spart Zeit. Ihn hier müssen wir ganz easy peasy kaputt bekommen können. Yep. Dich auch. Dich sowieso. Dich nicht so, aber wir nehmen den Chat. Ja. Easy peasy, wie gesagt. Zack, zack, zack. Achso, wir hätten auch den Chat von Anfang annehmen können, das ist egal. What the, what the fuck, zwei Leben verloren wegen sowas, wo ich überhaupt nicht Leben hab verlieren haben müssen. Egonson böse! Wie viele Leben haben wir jetzt noch? Drei. Ich mache jetzt einen auf Zicke und sag einfach mal nichts mehr. Mhm. Bis ich das Ding geschafft habe. Ja, und da leidet ihr jetzt alle drunter. Bedankt euch beim Spiel. Aha. Wäre das Spiel nicht so arschig gewesen?
Ne? Und weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt fliege ich da drüber mit meinem treuen Hundefreund. Dann kann der Kackvogel nämlich gucken, was er macht. So, da ist Trampolin noch aufgefüllt. Zurück. Ah, wir haben noch zwei Energietanks. Das ist gut zu wissen, das sollten wir uns merken. Oh nein, was mag das nur sein? Ah, ich glaube, mich erinnern zu können. Geh mal, mach mal ein Magnet. Okay, Magnet scheint nicht zu funktionieren. Müssen wir ihn da oben nicht treffen? Nee, er ist nicht das Ziel. Aber irgendwie müssen wir das Spiel doch mal... Ah, die werden einfach nur schneller, oder was? Okay. Ah ja. Okay. Ist, war machbar.